Ein herzliches Hallo hier aus dem Wiener WUK. Wir befinden uns jetzt wenige Stunden vor dem Auftritt der wunderbaren Band Großstadtgeflüster. Ja, ihr wart, also euch gibt es ja als Band schon mittlerweile 10 Jahre ungefähr und ihr wart schon des Öfteren in Wien. Wie findet ihr unsere Bundeshauptstadt? Ja, wir lieben das hier natürlich. Wir lieben auch das WUK, wir sind sehr, sehr gerne. Habt ihr auch im WUK schon öfters gespielt? Ja. Super. Ja. Das freut uns. Habt ihr schon Lieblingsplätze außer das WUK? Na, das B72 ist natürlich unser Stammladen. Da werden wir bestimmt noch wieder spielen. Ich glaube, es ist heute Abend das dritte Mal im WUK und B72 haben wir, glaube ich, 4 Mal gespielt. Und im Ende, also unterm Schnitt ist Wien die erste Stadt, die uns mit Liebe überschüttet hat. Und das geben wir gerne immer wieder zurück. Das ist sehr erfreulich. Super. Ihr generell behauptet von euch, dass ihr sehr gerne Genres durchmischt, die unterschiedlichen Musikgenres aufgreift und durchmischt. In der Öffentlichkeit steht ihr immer wieder so als Elektro-Punk-Band da. Wie geht ihr persönlich mit diesen Zuschreibungen, mit diesen Schubladen, in die ihr gesteckt werdet, um? Ach, ich glaube, jede Schublade ist erstmal hilfreich. Ich mache das ja selber, wenn ich Musik höre, dass ich erstmal irgendwie versuche, irgendwas einzuordnen, wenn ich dann davon berichte und sage, hey, geile neue Platte oder super neue Band. Weil an irgendwas muss man sich ja festhalten, um zumindest irgendwie eine Stimmung zu beschreiben. So, und dementsprechend, ich habe null Probleme mit Schubladen. Im Gegenteil, manchmal bin ich sogar dankbar dafür, wenn mir andere mal eine Vorlage geben. Weil wenn ich gefragt habe, hey, und was machst du denn für Musik? Und ich so, naja, weiß nicht. So. Und insofern geht es ja eher um so eine Stimmungszuordnung als irgendwie ein klares Genre. Ja, würde ich sagen, Elektropunk trifft zwar nicht auf alle Songs, aber auf viele. Ja. Und insofern. Könnt ihr damit diese Zuschreibung nehmen? Ja, gerne. Super, ja genau, wie schon vorhin gesagt, 10 Jahre ist eine lange Zeit. Euren ersten großen Hit 2006 mit Ich muss gar nichts gelandet. Wie ist es euch dabei ergangen, am Ball zu bleiben, nach diesem wirklich einschlagenden Erfolg? Wie ist es euch ergangen? Ach, wir haben dann erstmal versucht, Texte zu schreiben, die hießen Ich will gar nichts. Nein, also tatsächlich ist es ja, haben wir nach der ersten Platte uns ja so ganz doll freigeschlagen, haben die zweite Platte über ein eigenes Label rausgebracht und haben so ein bisschen so den goldenen Stinkefinger in die Industrie, der Industrie gezeigt, ja, und haben gesagt, so, ey, wir müssen jetzt erstmal gucken, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir her, was wollen wir, was macht Spaß, und hatten zu dem Zeitpunkt ja auch dann zum Glück schon die Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen Resümee zu ziehen, haben einfach festgestellt, ey, live ist es. Und der Titel, klar, der hat bestimmt auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die zweite Platte die Stimmung bekommen hat, die sie bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen ging es erstmal darum, möglichst viel Spaß zu haben und möglichst viel auszuprobieren auch, so sich selber kennenlernen. Das klingt ein bisschen eh so, aber war wirklich so. Wie du schon erwähnt hast, ihr wart ja schon sehr fleißig. Es kommt jetzt bald euer 4. Studioalbum heraus, ja. Genau am 7. Juni. Mit dem klingenden Titel Oh, ein Reh, hätte ich mal so gesagt. Das ist am 24. Mai davor noch die Single-Auskopplung. Genau. Konfetti und Yeah. Wie ist es euch beim Schaffen dieses 4. Werkes ergangen? Eigentlich genauso wie der Titel das sagt, oder? Also. Total. Also erklärt das auch eigentlich von selbst. Ja, es ist irgendwie immer bunter Wahnsinn, weil es ist irgendwie eigentlich quasi sehr, sehr ähnlich. Ja. Es ist total durcheinander und verrückt. Na, das Einzige, was dieses Mal anders gelaufen ist, wir haben uns ein Jahr mehr Zeit genommen. Also wir haben mal gesagt, so, was passiert denn eigentlich, wenn wir so richtig mal im Studio rumhängen und da auch versuchen zu bleiben. Und das ist total irres Zeug passiert, nämlich genau das gleiche wie immer. Aber es war schon spannend. Also es ging eigentlich nicht ums unser Studio rumhängen, sondern wir haben das erste Mal dieses Mal gesagt, das Album ist erst dann fertig, wenn wir mit allen Liedern wirklich das Gefühl haben, man kann, selbst wenn wir noch Zeit hätten, wir wollen nichts mehr schieben. Und bisher hatten wir immer ein Datum, wo wir wussten, so, wenn es dann nicht fertig ist, dann ist irgendwas falsch. Und insofern ist das vielleicht das Perfektionistischste. Gut Ding braucht Weile, ja. Ja. Super, man darf gespannt sein. Was dürfen sich eure Fans jetzt ganz speziell erwarten, also wenn man jetzt die Konsumentenseite betrachtet? Love, Peace and Happiness. Yes. Klar. Super.
Textlich, also es ist immer sehr interessant, euren Stücken zuzuhören, weil ihr textlich teilweise so in poetische Geschichten abschweift. Darf man sich also am vierten Album wieder ein poetisches Kunstmärchen erwarten oder wird es dann doch erst wieder sozialkritisch? Politisches Grund. Für einen kurzen Moment. Nee, boah, Spielerei und auch Leichtigkeit, es ist beides drauf. Also es ist natürlich, es ist auch Wut und Empörung drauf, es ist auch einfach nur Lebensfreude irgendwie dabei und ich glaube aber, es ist auch ein bisschen was zu kuscheln dabei. So. Aber Wortspielereien und Worte und Sätze, die Purzelbäume schlagen und sich selbst dann nochmal in den Hintern beißen und so, das gibt's und den Spaß, den haben wir nicht verloren und hoffe ich zumindest. Also ich glaube, dass es das gibt. Wir wollten jedenfalls, dass es das gibt und das müssen dann die Leute selber entscheiden, ob das gelungen ist oder nicht. Ja. Die Fäkalwörter sind irgendwie weg. Wir wissen nicht genau, wo sie hin sind. Es war gar nicht der Plan. Wir haben irgendwann gesagt, ey, es sind gar nicht so Worte drauf, wie sie die Leute von uns kennen. Wir müssen jetzt einen Song schreiben, wo alle so diese Worte nacheinander drin sind. Aber der hat es nicht geschafft. Das ist doch wieder ein Scheiße. Ich glaube, das ist tatsächlich das Schlimmste, was wir sagen, ist, dass uns die Sonne aus dem, oder wie die Sonne aus dem Arsch scheint. Ja, das stimmt. Das ist also alles, ich meine, wir sagen schon bestimmt auch schon Sachen, aber die sind so ein bisschen verschachtelt. Ja. Also du hast oft beim Singen so eine Handhaltung gehabt, das kann man vielleicht sagen. Ja, ja. Das hat sich nicht im Texten gespürt. Und das ist auch geil, weil das ist Energie. Nee, das war so genau. Das ist dann dieser Laser-Phaser-Balken so von einem zum anderen. Und das ist halt so, ich habe den Kreis geschlossen und es bin ganz Liebe! Genau. Kommen wir schon zu eurer Live-Performance. Ihr habt euch damit ein Markenzeichen gemacht, ihr seid damit schon bekannt, dass ihr sehr schrill, bunt, knallig, impulsiv auf der Bühne seid. Gefällt euch das Live-Spielen mehr oder seid ihr mehr so die Studio-Freaks, wenn ich das so sagen darf? Ich glaube, das ist so wie Jahreszeiten, es muss beides geben, auf jeden Fall. Und es ist oft so, dass man dann im Sommer sagt, oh, das ist heiß und mit der Arbeit wird Sommer. Also. Nein, aber Spielen ist halt, also ich finde, ich liebe es natürlich im Studio zu sein oder Songs zu schreiben und neue Ideen. Aber ich glaube, das Allergeilste ist dann, die neuen Songs auch zu spielen. Also das ist, glaube ich, finde ich, das ist so geil! Und eher Festivalband oder Konzertband? Beides. Yes. Echt? Was soll man da sagen? Ja, echt. Ach nee, ich finde es schon auch geil, wenn man den Leuten immer so richtig ins Gesicht guckt und sich vielleicht sogar noch mal mit einem Namen vorstellt und so. Also so kuschelige Clubkonzerte, weil die spielen wir ja. Und ist halt was völlig anderes als ein Festival, wo dann ab einer bestimmten Reihe alles so anonym wird. Das heißt nicht, dass das irgendwie doof ist, weil es halt auch eine unglaublich krasse Stimmung, Wellenenergie schon wieder. aber es ist beides wirklich, ab einer bestimmten Größe zumindest, ist das was völlig anderes und ich will beides nicht missen. Ja. So. Das ist sehr erfreulich. Ich überlege gerade, welche Frage ich jetzt wegkürze. fangen wir mit den letzten zwei an, mit den abschließenden zwei Fragen. Ihr seid ja, wie gesagt, Elektropunk. Habt ihr Punk-Rock-Style auch irgendwelche Tattoos, die ihr gerne herzeigen möchtet oder präsentieren möchtet oder mit Geschichten dahinter vielleicht? Seid ihr tätowiert? Du willst, dass ich jetzt den Delfin auf meiner Reise mache? Ja, das können wir jetzt machen, später. Okay. Das sieht ja jetzt schon auf der Reise. Ist abgemacht. Ja, es gibt selbstverständlich gibt's auch Tattoos, aber ja, wir haben so bescheidene 90er Jahre. Das ist nicht so. Wir sind auch schon ein bisschen älter. Nee, also ich glaube, dass Rock'n'Roll ist, was du draus machst. Also es ist auf jeden Fall aufgrund unserer Berufswahl, ja, sag ich jetzt mal, gibt es bestimmt die ein oder andere Parallele zu diesem Lifestyle, den du gerade genannt hast. Also egal, ob es die hygienischen Aspekte sind oder. Nächste Frage. Und damit sind wir auch schon in der letzten Frage. Ah, ja. Wenn ihr drei als Band ganz alleine auf einer Insel strandet, niemanden um euch habt, aber drei Dinge unbedingt braucht, welche drei Dinge wären diese? Auf einer Insel. Auf einer Insel. Ja, also es ist jetzt ein bisschen romantisch, aber wir bräuchten schon was zur Musik machen, glaube ich. Ja. So ein schönes Cajon. Das Cajon mit Kokosnüsse kickern ist irgendwie auch kacke. Auf den kriegt vielleicht einen neuen Sound. Ja. Also ein Boot hätte ich gerne, weil ich bleibe da wahrscheinlich nicht für immer. Ja. Boot ist gut.
irgendwas Musik machen finde ich auch gut. Also ich meine, aber wenn ich am Strand bin, dann will ich auf jeden Fall entweder eine Flasche Wein oder richtig einen durchziehen. Also schon ja, das ist wir brauchen was zu trinken. Ja. Und wo? Also Brot, und Brot, was zu trinken, was zur Musik machen. Ja, Hygieneartikel. Naja, komm, wir sind auf einer Insel, da ist es mehr. Super, dann sage ich danke sehr für das nette Interview. Für alle Fans da draußen, 7. Juni kommt das Album Oh ein Reh heraus. Rot im Kalender einmarkieren, also eintragen, so heißt es. Und ich gebe somit zurück an die Anime-Redaktion. Danke sehr dafür, danke sehr nochmal. Dankeschön. Yeah.